Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer, ich glaube Nummer 22 von Mafia 2 auf der PlayStation 4 hier auf meinem Kanal. Ja, Problem mit der letzten Folge. Irgendwas hat den Ton zerschossen. Also den Mikroton. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe ihn jetzt auch nicht wieder reingekriegt oder hingekriegt, also guckt es euch ohne mein Gelaber an und ja, ist bestimmt mal ganz entspannend und so. Ich habe auch nicht viel geredet, ich habe Hast du nicht gesehen, dass rot war? doch habe ich hin und wieder eigentlich nur geflucht und das war's dann auch schon. Das müsste die Kneipe sein, ne? Aber wie gesagt, es ist jetzt blöd gelaufen, aber Bereit, Vito? Dann ich kann es krallen nicht wir uns ändern. diese Ärsche. Ich habe ihnen nichts getan. Was? Tun sie mir nichts. Was? Hast du Schiss, Arschloch? Ja, jetzt besser mal, bevor die Bullen wirklich kommen da. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn. Du warst doch der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Oh ja, hab ich. Ihr auch, Alter. Ihr habt ein Haus angezündet. Nicht schlecht, was? Schweinerei, ich hab keine Munition mehr. Mist. Große Klappe, nicht dahinter. Naja, geht so. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ach so. Einstehlen? Gib mir Deckung, Vito. Ja, warte doch mal. Mein Gott, hatte hier nicht Anna eben so ein wunderhübsches MG? Los, zeig dich. Das ist alles? Dann blüht dir was. Gott, besser als nichts, ne? Besser als nichts. So, einmal nachladen. Und hier gucken noch irgendwo. Keine Muni mehr, nein. Was zur? Leute! Naja. Gut. Links, rechts. Alter! Moment, aber hier ist doch. Wie hat er das? Der ist doch hier reingelaufen. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sollte das okay, das war's. Du Arschlöcher. Was war das denn? Oh. Männliche Person weiß mit schwerer Schusswaffe. Das wäre wohl geklärt, hm? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, wow. Dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, oh, um auf Scheiße. Der Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen. Und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, das nicht läuft wirklich. Ja. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Natürlich. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Beherrsch dich, ich bin in Eile. Oh. Ja gut, auf zwei Felgen fahren ist natürlich. Aber hey,
Mir sollte egal sein. Ist mein Licht auch kaputt? Tatsache. Tja. Boah. Du fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Ja. Oh Mann, entspann dich. Hallo. Gut. So, wir sind bestimmt gleich da, ja, wollo. Sehr gut. Oh nein, Marty hatte bestimmt vor die Absteigen. Okay. Hat er auch in diesem Haus gewohnt? Sie sehe ich nämlich an. Bist okay, dein nee. Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. So. So, wir sind Vollspeed hier. So, scheiße. Oh, Leute. Danke. Oh, 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 oh. Ui. Das war jetzt aber gekonnt. Das war gekonnt, auf jeden Fall. So. Wir sind gleich da. Das finde ich schon mal. Und er hat wieder auf die Karte geguckt. Das ist unglaublich. Okay, das ist nicht gerade einfach. Der, warum hält er nicht an? Oh, einfach weiterlaufen, Vollidiot. Scheiße, wo hat Marty denn gewohnt? Chinatown? Was? Oyster Bay. Ach so, hat er doch gesagt in Ja, doch, hat er gesagt. Irgendwie sowas hat er gesagt. Nein! Scheiß drauf. Gib mir einen Strafzettel. Mit dem Auto komme ich sowieso nicht weg. Damit komme ich eh nicht weg. Hm. Okay. So lahm wie die sind. Das gibt einen saftigen Strafzettel. Tut mir leid, ich habe meine Brieftasche vergessen. Ach ja, ach, wir haben ja keinen. Hä? Was so? Wie jetzt? Okay. Alles klar, also wenn man bei einer Polizeikontrolle sagt, tut mir leid, Brieftasche vergessen, ist alles gut. Das merke ich mir. So, Oyster Bay. Also diese Gegend erinnert mich extrem an GTA 3 von damals. Nicht ganz so schick, aber... Ach, das war ein Vogel. Oh. Ja, ja. So ist das. No parking. No parking. Ernsthaft. Wo muss ich her? Da. Da. Entschuldigung. Los. Nicht? Gut. Dann halt nicht. Einmal hier rum, Mem. Einmal hier rum. Mhm. Juwelier, Klamotten, Farbe, Gartenwerkzeuge. Ja, es ist so warm hier, Alter. Es ist einfach so warm. Bin ich hier nicht vorhin schon mal hergefahren? Hätte ich hier nicht einfach
bleiben können. Ah, Kaffee und Hotdogs. Das ist der Wahnsinn. Alter, habe ich die Karte falsch gelesen? Ey. Barbershop. Doch, hier war ich doch eben schon. Garage. Das ist aber nett, dass das draufsteht. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Emery Shirts. Oh, da hat er aber eine. Das ist aber. Achso. Ich dachte, da hätte irgendwas geleuchtet. Hier mal eben. Hier ist die Kohlenkeller. Kaputte Auto. Oh, oh, oh. No Parking, aber fett Container vorstellen. Ja, klar. Hey, das kann man alles noch benutzen. Leute. Kommt hier rein. Kann man nicht. Ach, scheiß drauf. So. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Tja, so ist das. Wir haben leider gar nichts. Alter Vater. Was zur Hölle? Sogar die Leitung. Marty, Alter. Hätte man das Wasser nicht schon mal rauslassen können? Unglaublich. Aha, kleiner Perversling hat überall hier so kleine Bilder rumstehen. Hm? Fenster öffnen, ein bisschen durchlüften hier. Tja. Was steht da? Ach, was zu essen und trinken nehmen. Okay, das geht zum Kü. Was zur. Nur Bier und Cola? Ah, armer Junge. Ich wollte gerade fragen, wo das Schlafzimmer ist, aber. Da ist er. Gut. Immerhin haben wir ein Bett. Scheiße, ist das gruselig. Ey, was willst du machen? Und Marty braucht die Wohnung sowieso nicht mehr. Meeresgabe. 22. September 1951. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Einen neuen alten Partner. Alles klar. Bevor ich jetzt ans Telefon gehe, mal erstmal gucken. Scheiße hier. Komm, so ein bisschen Assi-Prolet. Hallo? Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Okay. Ganz ehrlich, habe ich da jetzt nicht so ein gutes Gefühl bei. Aber hey, mir soll's egal sein. Wo geht's denn hier oben noch hin? Ist auch noch eine Wohnung. Oh, es geht noch höher. Aber wir können nirgendwo rein. Okay. Wir haben ein Collectible gefunden. Sehr schön. Okay. Oh, mal gucken. Da kommen wir auch nicht drüber. Ach Gott, ey, wir sind so unsportlich, ne? Es ist einfach sehr unsportlich.
Gut. Theoretisch könnten wir die alle verkaufen, ne? Hätten wir erstmal wieder was, ein bisschen Kohle. Huch! Dann ging das aber schnell. Entschuldigung. Ist halt so, manchmal. Ne? So. Oh, oh, oh. Oh, das ist ein Kipper. Ey, das ist ja cool. Oh, ich bin fast dort. So, Tür zu, Tür zu. Was zur Hölle? Ach so, es geht von der Seite. Ich verstehe. Ja, kriegen wir hin. Dann läuft. Es sieht aus, als ob man da noch was retten kann. Definitiv. Jawohl. Sieht doch gut aus. Also. Was war das denn? Scheiße. Ja, läuft. Läuft. Finde ich gut. Gleich da, das ist gut. Kann man diese Karre endlich verschrotten. So, der plant ein großes Ding. Ich habe da echt kein gutes Gefühl bei. Komm raus. So, irgendwas da, die haben wir auch noch bei. Achso, ja, die haben wir auch noch. Das ist gut. So. Hey, da kommt er. Hey, was geht's? Hey, wie hallo. Du? Setz dich. Ich habe mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind Scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann?
Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ich hab nicht gerade ein super Auto dabei. Also, Jungs. Palisade Street, die ist... Ach, es geht noch, ne? Einmal die Hauptstraße. Ladies. Oh. Er hätte nicht mal was sagen können. Also, es ist unglaublich. Es passen nicht alle Leute in dieses Auto. Danke. Mann, ey. Da vorne steht doch was. Der sieht auch gut aus. Ich weiß nicht, ob der genug Plätze hat. Polizei weg. Schloss knacken. Bolzen bewegen. So. Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? So. Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen können? Doch, drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggerissen. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja, deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich erinnere mich an den. Okay. Oder ihr müsst es sein. Ich erinnere mich gerade an einen Film, ich weiß es nicht mehr. Entschuldige, Süßer. Mein Fehler, Sir. Ja, das glaube ich aber auch. Junge. Unglaublich. So. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Ich hab mich erinnert, ja. Hi Bruno. Hallo Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wäre es mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche.
Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry. Doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Dubios, dubios. Okay. Das war doch mehr als angenommen. Aber was willst du machen? Ne, einsteigen. So, genau. Hast du fein gemacht. Du fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Tja. Was soll das Gejammere? Gib deiner Großmutter doch einen Orden. Die war rot. Keine Ampel gesehen, oder doch? Ach ja, schön, schön, schön. Ach, so schönes Wetter hier. Gut gemacht, Henry. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte natürlich sie auf den Hintern geglotzt. Gott hat sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditherr namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja? Was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falcon die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Genau. Weil dieser Plan ja total idiotensicher ist. Oh Mann. Alter, wo fahren wir hin? Ich habe das Gefühl, ich bin schon dran beim Kreis gefahren. Wir sind gleich da. Fahrt durch das Tor und in den Hof. Ich merke schon, ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Ich würde kurz und knapp sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.